Ja, geil, ey. Oh, jetzt ist hier auch noch die Schranke dicht. Mal schauen, was geht denn so in Crimeback City ab? Also, da kraulen, also da gehen mir die Fußnägel, die machen, also die, ich brauche die danach nicht mehr schneiden, ehrlich. Jetzt wird es einmal nass am Arsch. Oh, guten Tacho, meine Leute. Wie ihr eben gesehen habt, einmal kurz Moped einmal abgespritzt. Weil durch den letzten Regen ist doch echt viel Matsch überall hängen geblieben. Schöne Karren hier einfach. Einfach mal so ein AMG hier. Da vorne, keine Ahnung, was das war. Eine Corvette. Ich hatte eigentlich vor, nach Halle zu fahren, aber. Ist schon zu spät jetzt. Bin allgemein zu spät los. Oh, hier steht noch eine Corvette, so eine schöne alte. Weißt du, der Vater fährt einen geilen AMG, aber guckt mir meinem Moped hinterher. Dick. Ah, jetzt bin ich am Überlegen, soll ich mal nach Wesel fahren? Nach zu Indien? Ah, mal gucken. Wir haben fünf, die machen bestimmt auch um 6 Uhr dicht. Da wird zu knapp. Dann mache ich einfach mal so irgendeinen kleinen Vlog. Mal schauen, vielleicht passiert da irgendwas oder vielleicht. Fällt mir irgendwas Cooles ein? Ich habe natürlich einige Themen vorbereitet, aber ich habe mich jetzt nicht auf eins meiner festen Themen vorbereitet. So. Und ich hatte ursprünglich was anderes vor heute, aber ach, ich stand auf dem Weg nach Hause einfach lange im Stau. Dann haben wir noch gegessen und ein bisschen auf der Couch geeiert. Bis nach Wesel brauche ich bestimmt auch eine halbe Stunde, 40 Minuten. Das ist jetzt auch Berufsverkehr. Klar kann ich mich durchmogeln, aber trotzdem brauche ich länger als sonst. Und macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Was ich gerade richtig schön finde, habe ich im letzten Video schon gesagt, die Farbe der Bäume. Mir fällt das vielleicht mehr auf als den meisten anderen, denn ich fotografiere nämlich auch sehr gerne. Und werde auch die nächsten Tage jetzt im Wald gehen, um die Herbststimmung einfach mal einzufangen. Ah, getankt habe ich gerade. Diesmal bin ich nicht auf Reserve. Mal schauen, was geht denn so in Crimeback City ab? Da fahren wir mal so ein bisschen durch die Hood. Durch die sinnlose 30er-Zone hier. Total Lärmschutz. Lärmschutz. Ich könnte jetzt im ersten Gang fahren. Mal gucken, was die dann von Lärmschutz halten. Das interessiert mich, das Scheiß. Oh, der Baum sieht auch schön aus hier vor dem weißen Haus. Ob das jetzt schlau war, das Motorrad jetzt mal eben abzuspritzen. Teilweise ist die Straße doch relativ nass und das wirbelte auch bei der Fahrt gut weit hoch. Aber naja, das musste jetzt ein bisschen sein. Ich habe ja auch eben nur eben 3 € reingeschmissen. Hier an der Waschstraße. SB-Wasch-Ding hier in Rheinberg. Da gehe ich auch am liebsten mit meinem Auto auch hin.
So, viele Ausweichmöglichkeiten haben wir hier ja gar nicht. Kamplinford ist auch so ein Teil, wo du selbst waschen kannst, aber der ist total kacke. Der Schaum ist auch richtig scheiße und gar kein richtiger Druck auf dem Kessel. Nee. Dann gibt es in Orsay noch einen da, diese Kankaya oder wie das heißt. Aber da, wenn du dann nachher mit Wasser abspritzt, hast du nachher so extreme Kalkflecken. Also richtig schlimm. Gerade dann noch auf Scheiben auf dem Auto. Die kriegst du gar nicht weg, da musst du schon mit Essig dran und Essigreiniger und so ein Scheiß. Richtig nervig. Schauen wir mal. Na, gucken wir mal, was die Alltagsfiguren machen. Ob sie noch stehen. Montag, Dienstag bin ich ja angefangen, habe ich ja den Vlog gemacht. Ja, zum Friseur müsste ich auch mal bald hin, ne? Kann ich ja hier mal wieder hin. Oh, das sieht schön aus jetzt. Mit dem Baum auf dem Marktplatz oder überhaupt mit den Bäumen hier, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ne? Aber ich glaube, jetzt muss ich mal abends hier hin. Mit der Kamera auch ordentliche Fotos machen. Motorrad wieder da reinstellen. Das sieht cool aus. Ja, viel gibt es ja hier in Rheinberg gar nicht so rumzufahren. Irgendwie ist ja eine sehr kleine Stadt. Also OKF ist man so schnell durch hier. Hier übrigens bester Tätowierer. Left Hand. Schleichwerbung.de. Ich hätte jetzt auch echt Bock, einfach mal mit so einer Shopper oder ja eben mit so einer Harley durch die Gegend zu fahren. Irgendwie jetzt die letzten zwei Probefahrten, die haben mich richtig beeindruckt. Ich meine, ich weiß, wie das ist, eine Shopper zu fahren. Ich hatte meine Intruder ja doch schön aufgepäppelt. Ich weiß noch, als ich die gekauft hatte, die war doch eher mehr Ranz als alles andere. Die war halt extrem billig lackiert und teilweise dann mit Carbonfolie foliert. So. Das sah aus wie so ein ATU-Tuning-Roller irgendwie so. Sitzbank komplett aufgerockt. Gut, das Ding ist genauso alt wie ich gewesen, auch von 87. Baujahr 87. Und ja, das wurde eigentlich nur benutzt und verschlimmbessert als instand gehalten. Manchmal denke ich mir, ob ich mir jetzt im Arsch beiß, die damals abgegeben zu haben, weiß ich. Nee, das nicht, aber so jetzt, wo ich die Wilma habe, also meine Cover Z750, hätte ich schon Bock auf so einen zweiten Hobel, weil ich dann einfach Zeit hätte, die richtig zu zerlegen, so wie ich das alles gerne machen wollen würde. Und habe ja trotzdem ein Gerät zum Fahren hier, ne? Hätte ich schon auch Bock drauf. Und ich gucke auch schon mal auch nach so ganz alten Harleys, eine ganz alte Sportster oder sowas. Ne, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt die Softail-Probe gefahren und die 48 aus der Sportster-Reihe. Und obwohl alle mal sagen, oder ist ja so, die Softail ist auch nun mal was größer, hat mich die Sportster aber viel mehr gekickt. Gut, das war die 48, ne? Aber trotzdem, ich glaube, das ist ja der Sportster-Rahmen, da bleibt ja alles gleich so, ne? Ich glaube, die machen auch viel Harley hier. Oder Buell oder irgendwie sowas. Aber hier sehe ich öfters mal ein paar Harleys rumfahren hinten in der Ecke. Irgendwas muss ja hier im Busch sein. Vielleicht gehöre ich ja auch mal dazu irgendwann. Zu den Harley-Fahrern. Dann fahren wir nach Cali. Nach Kamplinford. Aber irgendwie die Sportster, die hat es mir angetan. Ey. Ich möchte, glaube ich, demnächst. Also ich war jetzt immer bei Thunderbike da in Hamminkeln und die sind da echt super, die Leute, muss ich echt sagen. Und ist ja auch schön, dass du kostenfrei eine Stunde einfach jedes Modell testen kannst, ne? Also sofern das Modell gerade da ist. Ja, so vom rein optischen her, mit meiner Größe, meiner Statur, ich kann ja mal eben einblenden, ich mache nur das Gesicht ein bisschen irgendwie matschig. Würde ich sagen, würde die Softail Street Bob so ab der Größe, das würde besser zu mir passen. Aber vom Fahrgefühl her und von den Emotionen her und Optik finde ich die ganzen Sportster Modelle einfach viel geiler. Ich weiß nicht warum. Da hat der Tank so schön klein, dass wenn du oben sitzt, den Motor noch sehen kannst. Irgendwie finde ich das geil. Also ich finde, also ist das jetzt quasi die Innenstadt von Kamplinford hier? Ja, ne? Also schön ist was anderes, muss ich schon, also... Wo ich letztes Mal mit meiner Frau hier in Kamplinford war, da war irgendwo da hinten lang, da ist ja noch dann irgendwie so eine Art Platz oder ich weiß nicht, was da ist, aber
Jetzt muss ich mir überlegen, wo bin ich hier? Ich fahre einfach mal hier lang. Da war das ein Fotoshooting mit so einem amerikanischen, irgendein Ami-Auto, der auf Polizeiwagen umgebaut war, aber amerikanisch. Und Stormtrooper, da war so ein Fotoshooting und ein kleines Mädchen, die als Prinzessin Leia verkleidet war. Ey, total geil. Und da habe ich natürlich meine Kamera nicht dabei gehabt. Das wäre ja geil gewesen. Oder stell dir mal vor, ich wäre mit dem Motorrad da gewesen und dann jemand als Stormtrooper da drauf oder daneben. Das wäre doch mal richtig, richtig geil gewesen. Oh, das sieht schön aus, wenn die Sonne hier so auf die Bäume knallt. Oh, das sieht richtig schön aus. Oh. Das hat so richtig herbstlichen Flair. Oh, der ist so richtig gemütlich. Ja, da muss man mal aufpassen hier. Ja, gerade bei dem matschigen Wetter mit Ausweichen und scharf Bremsen, da muss man schon aufpassen. Und dann ist ja hier auch noch die Himmelstreppe, da wo immer Dong Open Air ist. Und da oben ist ja dann dieses Rohrhaus da, dieses Kästchenhaus. Und da wollte ich auch mal hoch. Oh, schöne ZX6 oder 9R wahrscheinlich. Und da oben wollte ich auf jeden Fall auch mal hin mit der kleinen Zeti. Ein paar schöne Fotos zu machen. Weil dieses Teil, ich wollte schon Gebäude sagen, aber es ist ja kein geschlossenes Gebäude. Es sind ja nur die Umrandungen, die aussehen wie so ein Haus. Oh. Ist halt gerade ab der Abenddämmerung richtig schön beleuchtet. Habe ich schon öfters mal gesehen, dass da so ein paar Motorradfahrer hochgefahren sind und schöne Fotos gemacht haben. Auch wenn zwar nur mit dem Handy. Ist gar nicht so mein Style. Genau, das würde mich auch mal interessieren. Warte. Ja, nimm noch auf. Aber ich glaube, das können auch nur Leute verstehen, die vielleicht fotografieren. So normale wahrscheinlich nicht. Das ist bei mir so, ich fotografiere leidenschaftlich echt sehr gerne. Und klar, Motorräder natürlich dann auch. Ich habe dann da auch so ein paar Leute, denen ich auch folge auf Instagram. Und die auch schöne Mopeds haben und auch irgendwie coole Bilder machen. Aber dann machen die mit dem Handy. Klar, die beste Kamera ist die du dabei hast. Ne? Und die meisten haben natürlich, es gibt keine schlechten Handys mehr und keine schlechten Handykameras, aber ja, keine Ahnung, die meinen dann, die wären die Obercoolen irgendwie, weil die ein hyper-duper tolles Telefon haben, was ja schon irgendwo gute Bilder macht, aber es reicht auch nur für Instagram. Weil richtig ausdrucken oder so, das sieht alles aus wie Schrott. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend. Ist einfach so. Da kannst du noch so viel Megapixel haben, wie du willst. Mit dem Handy, die Sensoren sind einfach zu klein. Das sieht einfach scheiße aus. Auch wenn du da mehrere Kameralinsen drin hast, diese ganzen Bokeh-Effekte, das sieht alles aus wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Jeder, der fotografiert, also mit einer Kamera fotografiert, der sieht den Unterschied. Und das ist einfach unecht. Es sieht irgendwo cool aus und für jeden Laien wird es auch schön aussehen, weil die Bilder werden natürlich auch zuhauf geliked. Auf der einen Seite, klar, wenn man ein schönes Motorrad hat, die meisten, die gucken ja tatsächlich nur, oh, der hat ein geiles Motorrad, sieht geil aus, der steht vor irgendeiner coolen Location, sieht geil aus. Da das Foto qualitativ Schrott ist, das sieht dann keiner, aber der interessiert die dann meistens ja auch nicht, weil es sind ja nur Motorradbilder so Schnappschüsse, ne? Auch wenn man derjenige da vielleicht eine coole Idee hinter hat und so. Aber irgendwie, ich als Fotograf, also als Hobbyfotograf, da gehen mir die Fußnägel, ich brauche die danach nicht mehr schneiden, ehrlich. Ja, ich weiß nicht, also früher hat mich das auch alles nicht interessiert und jetzt, wo du dann halt ein paar Jahre mal richtig fotografierst und so und sich damit auch auseinandergesetzt hast und dann auch relativ erfolgreich einige Hochzeiten fotografiert, dann waren Bilder von mir schon in der Zeitung, in dem Motorradmagazin von Easy Riders. Und zwar für einen Bericht von dem Bobber-Piloten vor 2 Jahren, meine ich.
muss das gewesen sein, ja. Ja, meine Frau hat mich gerade angerufen. Jetzt bin ich auch komplett raus. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich vorhin erzählt habe. Ach so. Fotos oder irgendwas. Nee, ich glaube, ich hatte ja schon alles gesagt. Ich habe Familie, die bei Porsche in Zuffenhausen arbeitet. Wenn ihr das gerade seht, dann macht mal bitte ein Herzchen irgendwo in meinen Kommentaren, ja? Aber wahrscheinlich sowieso nicht. Die sind beschäftigt damit zu arbeiten. Oh, schöne Z. Da war eine schöne Z. Ja, geil, ey. Oh, jetzt ist hier auch noch die Schranke dicht. Theoretisch könnte ich mich einfach hier durchschlängeln, aber... Ah ne, lass mal sein. Jetzt stehe ich hier in Merbeck an der Bahnschiene, an der Schranke. Oh, da kommt er schon. In Rheinberg stehst du echt irgendwie mal 20 Minuten, teilweise. Oh, für so ein kleines Kackding. Wie lang die Schlange direkt ist, ey. Ist denn hier so ein Bahnhäuschen? Oder funktioniert hier alles vollautomatisch? Hier da vorne Sajons, genau, Sajons, glaube ich, heißt das. Weiß das nicht sogar? Hase auf Polnisch? Die kleine Braterei, da gibt es richtig leckere Pommes-Currywurst, Leute. Wenn ihr euch da eine große Portion Pommes mit Currywurst holt, richtig geile große Portion und richtig lecker. Hier. Hier ist ein Weg, ne? Ein Fahrradweg und die fahren auf der Straße, die Affen. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ne? Da können die mir auch schon wieder drüber aufregen, was so eine Scheiße. Ehrlich. Irgendwie ist nichts Besonderes passiert heute auf dem Weg. Keine Ahnung. Ich glaube, in der Großstadt wäre das was anderes, so wenn ich mir auch manche Motorvlogger aus Berlin oder Hamburg oder so angucke oder aus Stuttgart oder wo die alle herkommen. Und wenn du dann da halt durch die Stadt fährst, dann fährst du auch quasi eine Stunde durch die Stadt und du hast ja dann auch mit viel mehr Verkehrsteilnehmern zu tun und das haben wir hier alles so nicht. Also ich muss schon echt suchen und Glück haben, dass mal hier was passiert. Andersrum habe ich natürlich, sobald ich aus dem Ortschaft rausfahre, schöne Landstraßen und kann hier wunderschön Motorrad fahren. Und wenn ich es mir natürlich aussuchen kann, dann so wie ich hier wohne. Sonst wäre ich natürlich auch mitten irgendwo in Duisburg wieder hingezogen, aber das will ja kein Mensch. Dann sehen wir uns im nächsten Video bald wieder, denke ich dann. Haut rein, Leute. Und denkt dran, mit Knödli im Dödli ist Vögli unmöglich.